So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei, ja, Verkauf. Die schreien mir hier die Ohren zu, das ist der Wahnsinn. Das geht schon die ganze Zeit so. So. Ach, herzlich willkommen hier zurück aus Skyrim. Ja, die reden. Ich baue mal hier wirklich eine ruhige Ecke. Ah, so. Herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ja, meine lieben Freunde. In der letzten Folge haben wir ja die alte Knusperhexe aus dem Waisenhaus gelünscht. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich habe gleich besser geschlafen, wo ich gewusst habe, die Frau traktiert die Kinder nicht mehr so. So. Ah, schön. Schön. Huch. Hier geht es wieder sehr, sehr viel um Kohle, wie überall auf der Welt. So, ja, meine... Ja, nein, ich habe kein Problem. Alles gut. So, wir gehen natürlich mal ganz kurz in die Quest, weil ich muss natürlich mal gucken, was wir in der letzten Folge alle so gemacht haben. Ich habe ja natürlich jetzt noch ein neues Let's Play auf dem Kanal mit. Bigfoot! Ja, Bigfoot, richtig cool, aber richtig unheimlich. So, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und nebenbei bin wieder ganz, ganz fleißig, ja, neue Musik hochzuladen auf dem Kanal. Mhm. Wer natürlich dafür interessiert ist, einfach mal vorbeigucken. Ja, am besten bei The Back to 90er oder Back to the 80s. Ja, einfach mal vorbeischauen. So. Wir müssen jetzt der Quest folgen. So. Ja, in Rifthorn scheint in verborgenen Aktivitäten verwickelt zu sein und hat mich überredet, bei seinen Integriten mitzuwirken. Okay. Ja, was machen wir denn? Ich würde erstmal sehen, wir gehen erstmal weiter. So, ganz nebenbei, ich muss jetzt mal wirklich mal gucken, wie man das jetzt aktiviert richtig bekommt. Gesundheit geben wir natürlich. Beschwörung. Wir haben ein neues Talent. Talent verbessert. 3. Wow, was ist das so laut hier? So. Wir gehen mal auf Beschwörung. Ich gucke mal, was wir so haben. Beschwörung 25. Wir haben 25 und erfordert 20. Okay. Ich habe nämlich noch nicht so richtig rausgefunden, wie man das hier richtig aktiviert. Oder ob man das, ja, es ist irgendwie richtig spacki, keine Ahnung. Oder ich bin einfach bloß zu blöd dafür, es kann natürlich auch sein. Huch, hier geht's. Okay. Zerstörung, Nubize! Ja, Was? Ich kann das heute so richtig schlecht lesen hier auf dem Monitor. Ja, mein Monitor hat irgendwie mit Flackern angefangen. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, der überlebt mir die nächste Zeit hier. So, Würge Zerstörungszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magie. Ja, das machen wir natürlich mal. Erlernen wir. So, das hat ganz gut geklappt. Ja, wir haben 22, erfordert 30, das passt natürlich nicht. Was haben wir hier noch? Doppelter Zerstörungszauber. Halt. Das machen wir natürlich auch nochmal. Weil wir können es uns heute mal erlauben. Weil wir haben die letzte Zeit das nicht gemacht. Deswegen bin ich mal dafür, dass wir das heute mal machen hier. Au! So, jetzt habe ich natürlich eine Nachricht bekommen bei Facebook und ich habe es nicht ausgemacht aus Versehen. Ach Mann! So, sorry. Ich habe nicht dran gedacht. Es war bestimmt... Ich weiß gar nicht, wer es war. Naja, ist egal jetzt. So, was können wir hier noch machen? Wiederherstellung, können wir da noch irgendwie ein bisschen... Ich will doch gar nicht so weit vor. Erfordert 40, okay, können wir nicht machen. Erfordert 30. Okay, dann haben wir natürlich ein bisschen was dazugelernt. Hallo Katze. So. Ja. Ich muss mich entschuldigen. Heute ist irgendwie Feiertag und ich bin heute irgendwie... Meine Zunge ist heute schon schwer. Hallo Wache. Was gibt's denn? Nix. Ich wollte bloß mal guten Tag sagen.
So, wir gehen natürlich mal in viele, viele Räume rein, weil diese Tür ist von der anderen Seite verriegelt, okay? Aufschließen. Du besitzt keine Dietriche mehr. Na, ganz toll. Oh, hier vorne ist ein großes Tor. Oh, schön. Schön, ist denn schon Halloween? Ja, wir haben keine Dietriche mehr. Das ist ja eine Katastrophe. Wo sind denn meine Dietriche hin? Sucht ihr hier in Rifton nach Ärger? Maul! Hallo Maul! Ja, nee, ich bin hier nur auf der Durchreise. Ja, dann hört mal zu. Es gibt hier nichts zu sehen. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Fremder, der seine Nase in Dinge steckt, die ihn nichts angehen. Ja, aber hallo? Ja, wir sind die Schwarze... Was? Wer sind die Schwarze Dorns? Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifton das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Ja. Ja, ich hab ja auch so viel. Ich muss ja immer gleich hier Schutzgeld und Reisegeld bezahlen. Schutzjahr, ich bin auch gerade... Was? Schutzjahr, ich bin auch nicht gerade sauber. Überreden. Ja, schön, ne? Dann seid ihr noch dümmer, als ihr ausseht. Hallo. Ihr solltet gut auf euch aufpassen. Hey, ihr, kommt her. Ich will mit euch reden. Ja, wir haben doch gerade geredet. Was ist mit dir los? Taschendieb. So. Stellt euch gut mit Brynjolf. Dann unterhalten wir uns. Ja, okay. Wenn eure Loyalität Huch. Im Kaiserreich gilt, haben wir uns nicht viel zu sagen. Neu in Rifton? Nein, das lasst mich doch mal alle in Ruhe. Ich will doch einfach nur gucken hier. Mein Gott, ich bin hier doch nicht auf Gespräche aus. Ich bin schon wieder mit der Diebesgilde aneinander geraten. Folgt ihr mir jetzt? Mann, das ist schlimm. Man hat ja nie seine Ruhe, mal 5 Minuten irgendwas zu klauen. Ich versteck mich jetzt vor denen hier. So, hier vorne ist ein großes Tor, da werden wir natürlich mal reingehen. Gleich. Aber ich möchte erstmal die Räume noch gucken hier. So, bitte lasst mich in Ruhe. Ich will einfach noch durchgehen, ohne irgendwie kommentarlos zu sein. So, wir gehen hier mal rein. Oh, schön. Schön. So, ja. Skyrim, immer wieder eine Reise wert. Wollt ihr was zu trinken? Nein, sorry. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Psst! Ihr haltet euch wohl für einen Abenteurer, was? Lasst von euren Flaschen mit ihren üblen Flüssigkeiten ab und nehmt die Lehren der Dienerin von Kühne an. Ich sagte euch doch, dass ich nicht einfach alles stehen und liegen lasse. Ich habe mein Entschuldigung. Das ist wie auf dem Markt hier. Keiner kann mal so richtig den Mund halten und den anderen aussprechen lassen. Ruhe hier! Ihr kommt zur falschen Zeit. Ja. Gerade jemanden verloren, den ich kann. Ja, mein Beileid. Das ist Wahnsinn hier. Hier versteht man sein eigenes Wort nicht. Ich wollte mit euch reden. Wie ihr wollt, ich habe in der Brauerei nachgezählt. Was habe ich denn im Unklaren gelassen? Oh! Hilfe. Das ist ein großes Mangel an diesem Spiel, finde ich. Das ist nicht so... Das ist wie auf dem Markt, wie auf dem Bahnhof. Alle reden sie durcheinander und keiner versteht was. So. Schlimm. Ich muss heute mal richtig meckern hier. Was habe ich denn im Unklaren gelassen? Ja? Was gibt es? Das ist schön ruhig. Im Bienenstich, mein Herr. Ja, Bienenstich. Wissen, ob ich euch eine unserer Getränkespezialitäten anbieten darf. Bienenstich, das ist der richtige Ausdruck für diese Höhle hier. Ja, endlich ist es mal ruhig. Kann ich etwas für euch tun? Ah, mein Gott, wie habt ihr Kinrava kennengelernt? Ich habe sie getroffen, als ich vor ein paar Jahren nach Rifton gekommen bin. Seitdem bin ich hin und weg von ihr. Ich werde sie vielleicht sogar bitten, mich zu heiraten. In der Schwarzmarsch ist es Tradition, einem möglichen Partner einen einzigartigen Hochzeitsring zu schenken, der die künftige Bindung symbolisiert. Ich habe den Goldring bereits,
aber ich brauche noch 3 makellose Amethyste, um ihn zu vervollständigen. Ja, dann viel Glück. Nee, ich suche jetzt nicht nach diesen Dingern. Das können wir natürlich später noch machen. Ich kann euch nicht helfen, sorry. Ich komme später nochmal auf sie zu. Ich verstehe. Hoffentlich habe ich eines Tages genug von meinem ärmlichen Lohn gespart, um sie kaufen zu können. Ja, es tut mir sehr, sehr leid, aber... Mein Gott. Wenn ihr mich entschuldigt, ja. Ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Machen Sie das. Ihr so. Seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Ja, fast. Also, nee, also Angeln gehört... Es gibt nichts Schöneres, als im Honrichsee zu angeln. Ihr solltet es einmal versuchen. Okay, ich habe aber keine Angel. Guten Tag, Bolli. Wenn ihr Hunger habt, Maries verkauft frischen Fisch. Seid ihr Fischer? Der Beste von ganz Rifthorn. Mir gehört die Fischerei von Rifthorn. Hab mit nur einer Angelroute angefangen. Heute gehören mir ein ganzes Gebäude und 2 Schiffe. Nicht schlecht für einen Nord im mittleren Alter, was? Ja, nicht es ganz. Es ist nur schade, dass mein Versuch, diese Stadt aus der Armut zu retten, nicht genauso erfolgreich war. Nivenor glaubt, ich verschwende nur meine Zeit, aber ich bin der anderer Meinung. Ja, okay. Wer kauft denn euren ganzen Fisch? Ich verkaufe meinen Fang in weiten Teilen von Himmelsrand. Für mich ist er sein Gewicht in Gold wert. Nur den Markt von Markart habe ich noch nicht erschlossen. Ich habe aber gehört, dass Klepper im Gasthaus Silberblut interessiert sein könnte. Falls ihr auf dem Weg dorthin seid, würde ich es zu schätzen wissen, wenn ihr eine Kaufvereinbarung für mich abliefern könntet. Natürlich gegen Bezahlung. Es kommt drauf an, wie viel Bezahlung. Ich muss schon überleben hier. In Ordnung, ich mach's. Gut. Klepper wird euch bezahlen, wenn ihr ihm den Brief übergebt. Hier ist er. So, Kaufvertrag hinzugefügt. Bringe den Kaufvertrag zum Klepper in... Ja. Konnte ich nicht mal lesen. So. Ja, schön. Nächste Quest angenommen. Nicht im Tempel zu spenden. What? Ich vermute, ihr belästigt mich aus gutem Grund. Ich belästige doch niemanden hier. Schwarzdorn. Ein Reich des Vergessens. Was wollt ihr? Irgendwie kenne ich ihren Namen. Ich habe keine Zeit für sinnloses Geschwätz. Was gibt es? Euer Name besitzt in Rifthorn großes Gewicht, junge Frau. Natürlich. In dieser Stadt geschieht nichts ohne meine Zustimmung. Der Jarl hat ein offenes Ohr für mich. Und die Wächter habe ich in der Tasche. Macht mir jemand Ärger, besuche ich die Diebesgilde. Macht mich jemand zornig, gehe ich zur dunklen Bruderschaft. Daran solltet ihr beim nächsten Mal denken, bevor ihr eine so dumme Bemerkung macht. Ich hab doch bloß was gesagt, Mann! So... Schlimm, diese Frauen. Aus dem Weg. Sehr, sehr zornig. Neu in Rifthorn? Dann hört auf meinen Rat. Geht ins Bienenstich. Die Herberge ist nichts für euch. Aha. Ihr haltet euch wohl für einen Abenteurer, was? Ich bezweifle, dass euer Kampfgeschick für einen richtigen Kampf ausreichen würde. Bitte? Sie wissen wohl gar nicht, wo ich herkomme, junger Mann. So. Die besten Krieger von Himmelsrand haben mich gelehrt, die Klinge wie eine Verlängerung meines Armes zu führen. Boah, die sind sehr, sehr bös. Oh, sehr, sehr... Brr. Die Leute sind extrem außer natürlich. Was wollt ihr? Wo ist er? Wenn es um die Brauerei geht, können wir uns später unterhalten. Wo ist denn hier mein Freund? Hier ist er. Gelassen? Ja, der ist in Ordnung. Wenn eure Loyalität dem Kaiserreich gilt, haben wir uns nicht viel zu sagen. Hallo, gnädige Frau. Guten Tag erstmal. Was darf ich euch bringen? Met? Wein? Boah, Met, bitte. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. So, wir haben 740 Gold und wir dürfen uns heute mal was gönnen, meine Lieben. So, ja, Essen. Was trinken wir denn? Bier? Bier, Met. Ja, Honigbräu-Met. Nehmen wir natürlich mal mit. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Was habt ihr noch so Schönes? Wollt ihr irgendwas von mir haben? Ich habe ja noch schönen Alt...
Altomwein, den würde ich natürlich für Sie verkaufen, für 4 Goldmünzen. Dankeschön. Dankeschön. Ihr habt schon eine schöne eine Apfelsuppe. Wollt ihr die auch haben? Okay. Ja, das Bier behalte ich natürlich. Zutaten. Okay. Das ist jetzt nicht das, was ich wollte, aber okay. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Mhm. Okay, besuche den Schrein von Azura. Neue Quest. Schau doch mal wieder vorbei. Junge Frau, nicht junge Frau, gnädige Frau. Sucht ihr nach einer Bleibe? Ja, genau das wollte ich. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Zeigen Sie mir bitte das Zimmer. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Zimmer! Jawohl! Immer hinterher! Gehen Sie vor, bitte! Sie müssen hier rauskommen, junge Frau. Gnädige Frau. Gnädiges Wesen. Echse. Ja, was wollt ihr? Wenn es um die Brauerei geht, können wir uns später unterhalten. Nein, ich will jetzt mein Zimmer. Übers Hallo, ihr belästigt mich aus gutem Grund. Übers Trinken, red man nahrt. Jetzt verführe ich erstmal diese Echse hier. So, nein. Ja. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Braucht. Ja, schönen Dank. Bis nachher. Oh. Corona? Nein. Schlafen. Wir schlafen erstmal hier. Wir ruhen uns erstmal aus für die nächsten 10 Stunden. So. So, du bist erwacht, du bist gut ausgeruht. Das freut mich. Hallo Welt, ich bin wieder da. Wir gucken mal ganz kurz hier rein. Es ist ja jetzt hoffentlich niemand hier. Ich möchte jetzt aber auch nichts stehlen oder Gesundheit? Wo geht's denn hier hin? Ach, unter mein Zimmer, okay. Lesen. Ja, stehlen. Wir nehmen es mal mit. Ausnahmsweise. Vielleicht können wir das irgendwo noch gebrauchen. Was? Türlehrling? Ach schön, jetzt habe ich keine Dietriche mehr. Ein Traum. Ein Traum, ein Traum, ein Traum. Wir müssten uns vielleicht mal ein paar Dietriche besorgen. So, ziemlich leer geworden hier. Ja, was habt ihr für ein Problem? Nix, alles gut. Alles super, alles traumhaft. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja, mitnehmen kann ich natürlich nix. Würde sofort auffallen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, hat mich sehr, sehr gefreut. Guten Morgen, Welt. Guten Morgen. Oh, es regnet. Es regnet, es regnet. Ja, doch nicht so ein schöner Morgen. Oder? Regnet's? Eher so ein Nebel, oder? So, ich wollte natürlich nochmal in die nächsten Häuser reingucken. Mal sehen, ob ich das überhaupt kann. Nee, komm nicht rein. Oh, Nebel ist. Die Arbeit in der Fischerei von Rifthorn ist hart, aber sie bringt etwas Geld in meine Tasche. So, mal sehen, was das für ein Schuppen ist hier. Kommt doch rein und seht euch um. Ja, guten Tag, der liebe Herr. Willkommen im verpfändeten Pfifferling. Was kann ich für euch tun? Vieles, mein lieber Herr. Ich hoffe, Sie haben ein paar Heiltränke für mich. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Ja, dann gucken wir uns doch gleich mal um hier, was Sie so Schönes haben an Zaubertränken. So. Ja, schwarzes Gift der Ausdauer nehmen wir natürlich mit. So. Ja,
hat natürlich immens viel Geld gekostet gerade. Ja, der kleinen Heilung nehmen wir auch mit. Krankheitsheilung. Wir nehmen mal... Oh, meine Stimme ist heute auch wieder sehr, sehr am Strapazieren. So. Wir gucken natürlich, wir haben jetzt mal ein paar Heiltränke mitgenommen, weil ich die jetzt unbedingt mal... Huch. Oh, ein bisschen hiervon, ein bisschen ich möchte natürlich ein bisschen was verkaufen, wenn das geht. So, was haben wir denn hier so Schönes? Ja, Wert 0. Wert 3 können wir verkaufen. Der 1342 Gold, das ist gut. Wir werden natürlich jetzt mal ein bisschen was loswerden hier. Dass wir natürlich wieder ein bisschen was sammeln können. Außerhalb der Stadt. 101 Robe. Haben wir natürlich an. Das wäre, das können wir mit weg raus. Weg. So, 91 können wir auch verkaufen. 25 Sturmpanel. Hauen wir auch raus, dass wir natürlich ein bisschen Platz kriegen in unserem Inventar. Und dadurch machen wir ein bisschen unsere Geldkasse, unsere Goldkasse ein bisschen füllen. So, brauchen wir auch nicht. Raus damit. Den Ring. Ja, komm, weg damit. Nimmt uns bloß Platz weg. An Waffen, Kleidung, Zaubertränke. Zaubertränke möchte ich jetzt unbedingt nicht verkaufen. Wert 83. Ja, komm. Finden wir noch genug. Zutaten, Brot. Am Lebensmittel möchte ich natürlich gerne alles behalten. Büchern, Kuss der Mutter. Nee, Bücher wollen wir natürlich hoch. Wollen wir natürlich auch behalten. Was haben wir noch in Sonstiges? Diesen hässlichen Besen jetzt mal weg hier. So, wir haben hier noch Goldbarren. Ist das Gold? Ich nehme mal an, dass es Gold ist. 121. Werden wir natürlich verkaufen. Eisenbarren, Eisenerz. Gelbes Mädchenkleid. Weg damit. Was soll man damit? Glas. Ich werde auf jeden Fall jetzt mein Inventar extrem verdünnen. Nur das Wichtigste, also zumindest Heiltränke und 2-3 Waffen. Und den Rest finden wir dann unterwegs wieder, dass wir nochmal ein bisschen was mitnehmen können. So, deswegen werden wir jetzt auch das Glas verkaufen hier. What? What? 1513. Aleco mio. Ja, Grand Suit Green. Mächtiger. Dann gibt es noch den Grand Suit Green und größer. 1059, ey. Boah, den möchte ich aber... Ich möchte ihn noch behalten. Die Zwiebel möchte ich behalten. Definitiv. Gefüllt mit magischer Seele. Gefüllt mit großer Seele. Die möchte ich behalten, auch wenn sie extrem viel Geld bringen, aber die tun uns nicht weh, wenn wir die jetzt mitnehmen. So. Diesen Zahn verkaufen? Können wir nicht. Du besitzt nicht genug Geld. Ist das jetzt mein Inventar oder ist das nicht mein Inventar? Das muss doch meins sein. Hä? Wo war das? Ach nee, das war ja... Oder doch? Nee, das war ja gar nicht unseres. Ach so. Ach so. Ach okay, alles klar. Das war natürlich mein Fehler. Gut, dann weiß ich jetzt nicht, was ich gemacht habe. Ich habe, glaube ich, Goldborn eingekauft. Schön. Ja, wenn man da nicht aufpasst, geht das ganz schnell. So, diese Kniffe können wir auch mal raushauen. Diese, ja. Weg damit. Redekunst verbessert auf 22. Okay, und hier haben wir noch das. Ja, wenn man nicht aufpasst, geht das ganz schnell. Dann kauft man auch schnell was ein, bevor man was verkauft. Ne? Ist mir gerade passiert, ausnahmsweise. Ach, schön. So. Waffen.
Das hat natürlich geklappt. Den Rest... Was haben wir hier noch? Ein Drachenbaum. Okay. Ja, den Distelzweig will ich mal noch behalten. Vielleicht könnte der für uns noch ein bisschen Wert haben. Ja, genau. Das ist bei denen... Ah, ich habe mich schon gefreut, ey, weil die Dinger müssten wir eigentlich finden. Umso besser. So, haben Sie Dank, auch wenn ich ein bisschen was komisch gekauft habe, aber okay. Passiert halt. Automatisches Speichern ist immer gut. So, hoch. Ach, da war die Wand. Ich habe gedacht, warum ladet denn das so lange? So, jetzt müssen wir natürlich mal ein bisschen den Überblick verschaffen. Wir werden jetzt mal hier vorne durchgehen, wo wir sowieso hin müssen. Klopf, klopf, Himmelsrand. Hoffentlich ist das nicht der Ausgang. Werden wir aber gleich sehen. So, es ladet heute mal ein bisschen länger. Huch. Ist das jetzt schon die Höhle, wo wir vor uns reingegangen sind? Ich muss mich kurz orientieren. Nee, wir müssen... Wir haben genau einen Fehler gemacht. Ich trödel nicht! Ich hab Zeit! Ich bin hier bei Skyrim und nicht auf Arbeit. So, nochmal eine kurze Ladephase. Hier bei Skyrim. Und ich habe ja vergessen, ich habe ja das hier oben markiert. Wo ist denn jetzt meine Markierung hin? Ach so, die Markierung ist natürlich weg. Was sind das? Vögel? Cool. Cool. Siehst du, hier wollte ich doch hin. Temple of Mara. Hier wollte ich eigentlich hin und nicht da vorne hin, wo ich gerade rausgegangen bin. Oh, ho, ho. Seien Sie gegrüßt, edler Herr. Möge Mara euch segnen. Mara soll euch auch segnen. So. Wie kann ich euch helfen, mein Sohn? Ich möchte mehr über den Tempel von Mara erfahren. Könnt ihr mir da irgendwas erzählen? Wunderbar. Womit soll ich anfangen? Mara ist die Göttin der Liebe. Der Tempel verteilt ihre Gaben an die Kranken, die Armen und die Verlorenen. Wir vollziehen auch Hochzeitszeremonien für alle Liebespaare im Himmelsrand. Sehr schön. Aber ja, natürlich vorausgesetzt, ihr seid dazu bereit. Seid ihr mit den Gepflogenheiten rund um die Ehe im Himmelsrand vertraut? Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, nein, nicht wirklich. Oh, vielleicht, warum? Erinnere mich nicht dran. Ja, könnte natürlich auch sein. Typischerweise ist die Liebe im Himmelsrand so ernst und sachlich wie die Einwohner dieses Landes. Das Leben ist hart und kurz. Daher ist nur wenig Raum für langes Liebeswerben. Jemand, der einen Partner sucht, trägt einfach ein Amulett von Mara um den Hals und signalisiert damit, dass er oder sie zu haben ist. Wenn dann jemand Interesse zeigt und beide sich auf ein gemeinsames Leben einigen, kommt einer von ihnen hierher zum Tempel und wir vereinbaren die Zeremonie. Also eine ganz normale Hochzeit. So, ich verkaufe ein Amulett von Mara, 200 Goldstücke. Echt jetzt? Hab ich das? Tut mir leid. Selbst der Tempel von Mara braucht Geld. Wir halten euer Symbol für euch bereit, wenn ihr bei eurem nächsten Besuch das nötige Gold mitbringt. Aha. Nehmt ihr Almosen an? Könnt ihr mir von Maras Glauben erzählen? Almosen? Spenden? Aber natürlich. Ich würde mich sehr über ein Klappern in unserer Spendenbüchse freuen. Im Augenblick könnt ihr am besten mit Münzen helfen. Wir brauchen jede nur erdenkliche Hilfe. Ja, ihr habt ja keine Scheine.
So, ich bin natürlich heute mal richtig spendabel, weil natürlich heute bei mir Pfingsten ist. Also wo ich heute aufnehme, ist Pfingsten. Deswegen kriegt er von mir jetzt auch mal eine kleine Spende in die Klingelkasse. Danke. Ich verspreche euch, dass damit Gutes getan wird. Ich hoff's. Ich hoff's. So, könnt ihr mir was vom Maras Glauben erzählen? Maras Universum umfasst die Gefühle, nach denen wir uns am meisten sehen. Liebe, Mitgefühl und Verständnis. Es ist nicht leicht, ihre Gaben in diesen finsteren Zeiten zu erkennen. Ihr solltet sie als Leuchtfeuer inmitten eines tobenden Sturms verstehen.